Unsere Nahrungsaufnahme folgt einem in Jahrhunderten eingespielten System. Jeder kennt seine Aufgabe. Jeder kennt seine Rechte. Die Frage, die uns heute beschäftigt, lautet: Wer trägt die Kosten? Ja, und die Frage leite ich mal direkt weiter an unseren ersten Gast. Bitte. Ich denke, es ist alles eine Frage der Reihenfolge. Und die Reihenfolge lautet: Erst esse ich, dann die anderen. Klingt simpel, ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Denn es bedeutet im Umkehrschluss, dass die anderen von meiner Beute profitieren. Wieso eigentlich von deiner Beute? Darf ich bitte ausreden? Diejenige, die die Beute erlegt, bin ja erst einmal ich. Das ist so nicht ganz richtig und ist hier auch nicht das Thema. Wer hat Ihre Eltern erlegt? Ihren Bruder, zwei Cousins, Tanten, Neffen? Das waren Sie. Sie reden bitte, wenn Sie dran sind. Ich bin gefragt worden. Ein bisschen Zurückhaltung bitte. Wir sind doch alle an einer geordneten Diskussion interessiert. Ich habe 24 Zebras, 8 Antilopen und 19 Gnus erlegt. Das sind Zahlen. Die kann man so oder so lesen. Die bringen uns überhaupt nicht weiter. Mit Statistiken können unsere Zuschauer wenig anfangen. Tatsache ist, dass Sie alle, Sie und du und Sie, von dem, was ich übrig lasse, satt werden. Können Sie das bestätigen? Naja, Sie lassen es ja nicht übrig, weil Sie an uns denken, sondern... Sind Sie satt geworden? Das Zeug, das Sie übrig lassen, ist einfach unter Ihrer... Sind Sie satt geworden? Beantworten Sie bitte die Frage. Sind Sie satt geworden? Ja, bin ich, aber... Danke, das ist eine klare Antwort. Ich darf aus meiner neutralen Position als Moderator hinzufügen, auch ich bin immer satt geworden. Hätten wir den ersten Punkt geklärt. Und die Frage, um die es heute Abend im Kern geht, lautet ja, wenn alle von mir profitieren, warum soll ich auch noch Steuern zahlen? Und diese Frage müssen wir sachlich beantworten. Ich sage das, weil zuletzt insbesondere von da drüben die polemische, vollkommen absurde Forderung erhoben wurde, meine Steuer auch noch zu erhöhen. Ich habe nur... Sie sind nicht dran. Halten Sie sich bitte an die Spielregeln. Eine Beutesteuer, das sage ich ganz deutlich, würde dieser Gesellschaft das Genick brechen. Andersrum wird ein Schuh draus. Ich denke, da haben wir einen Konsens. Meine Frage ist, wenn Sie verständlicherweise keine Steuern zahlen wollen, wer gleicht das aus? Ich möchte betonen, dass mein Beitrag zur Kadaverentsorgung, der ist ja nicht nur sinnvoll, der ist absolut notwendig. Der muss auch in die Rechnung einfließen. Aber dann würde ich ja als Einziger Steuern zahlen. Da ist wieder dieser polemische Tonfall. Ich meine, ich bin doch die Beute. Ich profitiere nicht von dem System. Ach, das sind Stammtischparolen. Auf diesem Niveau können wir hier nicht diskutieren. Ich esse ja nicht einmal Fleisch. Das war unsere Sendung zum Thema Wer trägt die Kosten? Vielen Dank an unsere Gäste und Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen schönen Abend. Ja, ich glaube, das war eine gelungene Sendung. Sehen wir uns gleich am Buffet. Auf jeden Fall. Ich habe am liebsten.